Ich war gerade auf dem Heimweg nach der Schule, war mit den Gedanken überall und nirgends, als mich das Aufblitzen vom Metall aus meinem Tagtraum riss. Es war ein Ring, der dort vor mir auf dem Fußweg lag. Es war nichts Besonderes, ein ganz normaler Silberring mit drei eingelassenen Zikonias. Zumindest dachte ich, dass es Zikonias waren, da wohl niemand einfach so einen Diamantring verlieren würde. Trotz der Diamantimitationen wirkte der Ring immer noch dezent. Dies war auch der Grund, weswegen ich ihn aufhob und mitnahm. Zu Hause angekommen, putzte ich ihn ein wenig ab und steckte ihn mir an. Obwohl er zu groß zu sein schien, passte er auf meinem Finger, als wäre er für mich gemacht worden. Ich trug ihn von da an rund um die Uhr, da man als 14-jähriges Mädchen schon genauer darauf achtet, wem man was erzählt, gab ich natürlich nie zu, dass ich ihn auf der Straße gefunden hatte. Wenn eine Freundin mich fragte, wo ich ihn denn her hätte. Und das kam oft vor. Offensichtlich war er nicht so dezent, wie ich gedacht hatte. Selbst die Schulkrankenschwester fragte mich, wo ich denn diesen Ring her hätte, als ich wegen eines Schwächeanfalls auf die Krankenstation musste, was in letzter Zeit schon öfter vorkam. »Du solltest mehr essen«, sagte die Schwester. »Du wirst in letzter Zeit immer dünner und blasser bist du auch. Lass dich am besten mal von einem Arzt untersuchen.« Das tat ich auch, doch der Arzt konnte keine Ursache finden. Er riet mir, ein paar Tage zu Hause zu bleiben, viel zu trinken und ausgewogen zu essen. Jedoch tat ich dies immer. Meiner Mutter war immer sehr wichtig, was und wie viel ich zu mir nehme. Ich musste gelegentlich mein Pausenbrot nach der Schule wegwerfen, da ich zu Hause Ärger bekommen hätte, wenn ich nicht alles aufgegessen habe. Manchmal hat man aber eben keinen Appetit. Eines Tages, als ich nach dem Hausputz völlig ausgelaugt war, fiel mir auf, dass die Steine im Ring eine leicht rosa Färbung angenommen hatten. Ich dachte, es liege nur an dem Lichteinfall und machte mir darüber keine weiteren Gedanken. Erst am folgenden Morgen, als ich sogar zu schwach war, um aufzustehen, mein Blick fiel auf den Ring, als ich versuchte, mich hochzuhieven. Er hatte sich noch weiter verfärbt. Die Färbung wurde nun sehr deutlich. Als ich kurz darauf in der Küche einknickte, fuhr meine Mutter mich ins Krankenhaus. Aufgrund der nicht eindeutigen Befunde meines Hausarztes beschloss man, eine Computertomographie zu machen und schickte mich in die Röhre, nachdem ich eine Schwester aufforderte, meine Sachen und meinen Schmuck abzulegen. Da ich den Ring bisher nicht mehr abgenommen hatte, seit ich ihn mein eigen nannte, war es schon ein seltsames Gefühl, ihn abnehmen zu müssen. Aber ich hatte Sorge, dass vielleicht irgendetwas in dem Gerät explodieren würde, wie wenn man Metall in eine Mikrowelle stellt. Wie gesagt, ich war 14. Ich hatte mich gerade ausgezogen und wollte das Schmuckstück von meinem Finger ziehen, stieß aber auf heftigen Widerstand. Dieses Ding wollte einfach nicht abgehen. Da ich die Schwester nicht lange warten lassen wollte, musste ich wohl oder übel mit dem Ring auf die Trage klettern. »Versuch stillzuhalten«, sagte die Schwester, als ich in die Röhre hineingeschoben wurde. Dies fiel mir aber schwer, mit dem Gedanken, vielleicht gleich ein teures Gerät zu zerstören, nur weil ich mich nicht vor diesem Ring trennen konnte, auch wenn ich wollte. Zum Glück passierte nichts, aber auf den Bildern des Tomographen konnte nichts gefunden werden, was meine immer schlimmer werdenden Schwächeanfälle erklärte. Ich musste also vorerst für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben. Ich bekam das volle Programm, EKG, EEG und so weiter. Ich wurde rund um die Uhr überwacht. Es fiel mir schwer einzuschlafen mit diesen ganzen Sensoren an meinem Körper. Ich driftete dann aber schließlich doch in den Schlaf, auch wenn er sehr unruhig war. Ich träumte von fremden Menschen, denen ich dabei zusah, wie sie vor meinen Augen in Sekundenschnelle zu altern schienen. Sie wurden blass und ihr Gesicht wurde immer eingefallener. Die Wangenknochen traten immer weiter hervor und die Schatten unter den Augen wurden tiefer. Immer mehr Falten zerfurchten ihre Gesichter und ihre Haare wurden weiß und fielen aus. Ich sah auch, wie ihnen nach und nach die Zähne aus den Mündern fielen. Ihre Extremitäten wurden immer dünner und knochiger
bis schließlich kein Gramm Fett mehr an ihnen zu sehen war. Dann lösten sie sich auf, bis nichts mehr von ihnen übrig war als Staub und ein Ring. Dann wachte ich auf. Ich fand mich im nächtlichen Krankenzimmer wieder, wo neben mir die Geräte langsam vor sich hin piepten. Ich brauchte ein paar Sekunden, ehe ich das realisiert hatte. Dann aber schoss mir diese eine Frage durch den Kopf. Dieser Traum. War es wirklich nur ein Traum? Oder sollte das mein Schicksal sein? Ich sah auf den Ring, dessen Steine nun eine tiefrote Farbe angenommen hatten. Ob Traum oder nicht, es beunruhigte mich, und ich wollte diesen Ring endlich loswerden. Ich zog so fest ich konnte, doch er löste sich kein bisschen. Ich schleppte mich ins Badezimmer und versuchte es mit Wasser und Seife. Fehlanzeige. Ich spürte in diesem Moment aber, wie ich immer schwächer wurde. Ich hielt mich überall fest, wo ich nur konnte, um mich in Richtung Tür zu bewegen, durch die hindurch ich dann auf den Flur trat, wo ich mir Hilfe von den Schwestern holen wollte. Mitten auf dem Flur stürzte ich dann, und die Schwerkraft schien so stark wie nie zuvor auf mir zu lasten. Das Quietschen meiner Pantoffeln und das Klatschen beim Aufprall waren jedoch stark genug, um auf mich aufmerksam zu machen. Schnell sah ich, wie sich aus mehreren Türen Köpfe hinausreckten und Krankenschwestern auf mich zugerannt kamen. Mir wurde schwarz vor Augen und ich dachte, es wäre nun vorbei, egal wie schnell die Schwestern wären. Und als ich dann mit letzter Kraft meinen Arm ausstreckte und der Ring hervorpresste, verlor ich gänzlich die Besinnung. Als ich dann, wieder erwarten, am helllichten Tage aufwachte, war ich umringt von einem Team von Ärzten und Studenten. Ich merkte es daran, dass sie eine Art Fragerunde an meinem Bett zu veranstalten schienen. Doch bevor ich völlig zu mir kam, waren sie auch schon wieder verschwunden. Das Letzte, was ich hörte, war: "Und immer daran denken, Schmuck ist immer abzulegen." Nur ein paar Minuten später trat auch schon eine Schwester in mein Zimmer. "Was ist passiert?", fragte ich sie, was sie auch so ausführlich, wie sie konnte, beantwortete. Nach meinem letzten Wortfetzen, die ich herausbrachte, wurden sie unweigerlich auf den Ring aufmerksam. Sie nahmen mir den Ring ab, wobei sie scheinbar keine Probleme hatten, und verabreichten mir ein Antiallergikum. Dann brachten sie mich auf die Intensivstation. Dort hätte ich mich zwar erholt, meine Werte blieben stabil, aber der Fieber plagte mich, und ich hätte im Schlaf unverständliches Zeug geredet und gewimmert. Die Ärzte sagen, dass es eine allergische Reaktion ausgelöst durch den Ring gewesen sein musste. Doch ich wusste, dass es mehr gewesen war. Etwas, was mit Logik und durch die Medizin nicht erklärt werden konnte. Ich war den Ring aber los. Und das war das Wichtigste. Eine Frage konnte ich mir aber nicht verkneifen. "Wo ist der Ring jetzt?" "Tut mir leid", sagte die Schwester. "Der Ring ist leider verschwunden. Sobald wir ihn jedoch finden, melden wir uns." "Ist schon gut", lenkte ich ein. "Ich denke, ich will ihn sowieso nicht mehr." Ich war noch 2 Tage im Krankenhaus, ehe ich entlassen wurde. Meine Mutter holte mich ab und wir unterschrieben die Entlassungspapiere. Bei der Übergabe durch eine Schwester fiel mein Blick auf ihre Finger. An einen von ihnen trug sie einen silbernen Ring, in dem 3 Zirconias eingefasst waren.